Vor langer Zeit lebte eine Göttin, die den Namen Otohime trug, auf dem Berg Hatahikiyama, der in der heutigen Präfektur Niigata zu finden ist. Am Fuße des Berges lag ein kleines Dorf und wann immer die Menschen Hilfe brauchten, gingen sie zum Berg und riefen nach der Gottheit. Durch den großen Wald war immer ihre wunderschöne Stimme zu hören, doch niemand der Dorfbewohner hatte sie jemals gesehen. Als ein Bauer ein wichtiges Werkzeug verlor, ging er zum Hatahikiyama und fragte sie, ob sie ihm helfen könne, es zu finden. Otohime antwortete ihm aus dem dichten Wald und erzählte ihm, dass er das Werkzeug neben dem Schuppen stehen gelassen hatte. Auch als Essensvorräte aus dem Dorf gestohlen wurden, entlarvte sie den Dieb und konnte genau sagen, wo sich das Essen befände. Die Göttin hatte die Fähigkeit, hell zu sehen, und dank ihr gab es keine bösen Menschen mehr im Dorf und alle lebten ein friedliches und geselliges Leben. Doch eines dunklen Herbsttages wurde der Gemüsegarten eines Bauern von wilden Tieren zerstört. Der Bauer war verzweifelt, denn er befürchtete, dass ihm dadurch das Essen im Winter ausgehen würde und er damit seine Familie in der kalten Jahreszeit nicht mehr versorgen könnte. Er kam auf die Idee, tief im Wald Fallen aufzustellen, um die Plagegeister zu jagen und damit irgendwie die Ernte zu retten. Nach einigen Tagen jedoch hörte man laute Hilferufe. Der Bauer eilte in den Wald. Ihm kam sie sehr bekannt vor, denn es war die Stimme der Göttin Otohime. Als der Mann die Stelle erreichte, wo er vermutete, die Hilferufe vernommen zu haben, lag gefangen in einer seiner Fallen ein großer Fuchs mit wundervollem weißem Fell. Doch es war zu spät, denn das Tier war bereits tot. Seit diesem Tag hörte man die Stimme Otohimes nie wieder.